Sie ist das böse Biest, das Lisa Plenske das Leben zur Hölle macht. Die hinterlistige Empfangsdame Sabrina. Gespielt wird sie von Nina Friederike Gnedig. Die 25-Jährige wurde direkt von der Schauspielschule für die Telenovela engagiert. Vor der Kamera lernte sie dann, die schlechtesten Seiten aus sich herauszuholen. Und das macht ihr meistens sogar richtig Spaß. Clemens Elsner und Oliver Gregorius zeigen Ihnen aber, wie Nina wirklich ist. Blond, hübsch und biestig. Als Empfangschefin Sabrina stöckelt Nina Friederike Gnedig auch mal über den Catwalk von Kerima Moda. Dabei ist ihr jedes Mittel recht, ihrer Konkurrentin Lisa Plenske das Leben so schwer wie möglich zu machen. Sie macht, bevor sie denkt, und das hat so eine Bodenständigkeit. Und da lerne ich eine Menge von ihr. Wie man dabei eine gute Figur macht, das hat sie von ihm gelernt, Andres Segura. In Kopenhagen trifft Nina das spanische Topmodel, um ihren Modelgang weiter zu vervollkommnen. Frauen gehen mehr so, weißt du? Du musst die Hüfte mehr schwingen. Boom, boom, boom. Es ist nicht einfach, aber du machst das echt gut. Du hast Zukunft. You have future. Ja, Nina hat viele Talente. Den richtigen Modelschritt hat sie schon nach 10 Minuten drauf. Sie ist eine Schönheit. Sie könnte auch das nächste Covergirl von Sports Illustrated sein. Momentan allerdings gibt sie lieber das Miststück in Verliebt in Berlin. Du hässliche Qualle. Da wo ich herkomme, ja? Da heißt es, wenn dir einer ans Bein pisst, dann pisst doppelt zurück. Sabrinas Boshaftigkeiten sind für Nina eine echte Gratwanderung. Der Reiz der Schauspielerei? Du bist Nutte und Nonne und du bist das Monster und der Engel ist alles. Und ich glaube, dass das sehr in jedem Menschen ist. Und deswegen ist natürlich auch eine Sabrina Hofmann in mir. Doch anders als Sabrina ist Nina eigentlich eine herzliche und kontaktfreudige junge Frau. Ein Biest zu spielen macht ihr Spaß, doch wenn es darum geht, ihren wahren Charakter zu beschreiben, muss die 25-jährige Schauspielerin zugeben: Ich wäre gerne sehr Frau und ich glaube, ich bin noch sehr Kind, sagen wir es so. Mit Verliebt in Berlin geht es für ihre Karriere jetzt steil nach oben. Und wer weiß, vielleicht kann Nina dem Biest Sabrina doch noch ein paar freundliche Züge verleihen.